Liebe Menschen, willkommen zu diesem Video. Marvin, wo sind wir denn heute? Ja, heute sind wir in einem Klinikum, in einem ziemlich alten Klinikum. Wir haben hier noch eine Kapelle drin und auch ziemlich viele andere Highlights. Also, da können wir uns schon mal drauf freuen. Ja, ich will ja immer nicht, dass die Leute spoilern, weil ich habe mich noch nicht vorher über diesen Ort informiert, damit ich es mir jetzt ganz unbefleckt angucken kann. Jo. Mit dabei heute natürlich auch Rachel und Sascha und Chrissy sind mal wieder dabei. Servus! Hallo. Die Gebäude hier stehen übrigens unter Denkmalschutz und das ist auch gut so. Es ist eine schöne Architektur, so wie ich das mag. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich würde mal tippen, dass das hier ein Speisesaal war. Zumindest ist hier genug Platz für Tische und Stühle. Und hier konnte man dann kochen. Seht ihr ja hier, gibt es so eine Dunstabzugshaube. Und hier gibt es so Vitrinen. Ne? Also das ist jetzt hier so eine Essensausgabe. Aber leider hat auch hier schon wieder jemand Kabel gebraucht. Ja, schade, ne? Im zweiten Etage liegt eine komplette Kabelbündelung, den sie klauen wollten. Da hat der Kollege die erwischt. Ja, du bist auch YouTuber, ne? Ja. Aber nicht zufällig hier, sondern du guckst hier nach dem Rechten, damit das Gebäude möglichst in dem Zustand erhalten wird. Aber hier passieren immer wieder Sachen, ne? Ja. Werden wir wahrscheinlich nachher noch sehen. Ja, ganz oben sieht man ganz schlimm, oder hier in den unteren Etagen. Ich glaube, drei Räume weiter haben wir zugemacht, da hat jemand mit der Hand Fenster eingeschlagen. Oder unten, kurz vorm Keller, da hat jemand mit dem Fuß gegengetreten. Komplett Zerstörung, ja. Räumen die Kabel, Stromzähler auf oder sowas. Der Klassiker, ne? Wegen der paar Euro, die man dafür kriegt. Dann einen riesen Schaden anrichten und erstmal einbrechen. Und hier hinten stehen zum Beispiel noch Heizkörper rum, die sie alle klauen wollten. Das ist echt nicht schön. Zum Patientenkaffee. Ja Leute, ihr seht ja immer wieder, wollten hier Leute rein und sind auch reingekommen und dann werden die Scheiben zerstört. Und dann ist hier das Katz-und-Maus-Spiel, ne? Dann wird es wieder zugemacht. Ja. Und ja, man weiß immer nicht, wie lange man das durchhält. Ne? Man kennt es ja von vielen Lost Places, dass man am Anfang mal versucht, sie zu retten und irgendwann gibt man es auf. Ja, weil die finanziellen Mittel fehlen. Einzelkampf gegen mehrere Gruppen ist immer schwer. Ja, genau. Und die, die sich hier am schlimmsten aufführen, sind die YouTuber, haben wir gehört. Da gibt es so ein paar große, die, die meinen, dass ihnen die Welt gehört und sich hier benehmen wie die Schweine. Ja, gibt es auch. Also, damit meinen wir jetzt nicht, dass das unbedingt die Vandalen sind. Weiß man aber auch nicht. Ja. Aber auf jeden Fall ist es hier echt schützenswert. Es ist ein echt schönes Gebäude. Auf jeden Fall. Das hier war dann mal ein OP-Saal. Schaut mal, da reicht ein gewöhnlicher Stromkasten nicht mehr. Für die ganze Technik, die man im OP braucht. Laut meiner Erfahrung wurde das Gebäude 2007 geschlossen und in den tiefsten DDR-Zeiten, das wurde ja erbaut, 1900, ja, sogar laut der Recherche ist hier Adolf Hitler und Goebbels drin rumgelaufen. Also, Adolf Hitler und Goebbels? Ja, das habe ich auch nicht geglaubt, aber laut Unterlagen waren die hier zu Besuch und haben Kameraden, sage ich so, besucht und dass die
Die Unterlagen liegen meistens sogar noch im Keller rum, aber die Kellerlage ist halt so zugemüllt, dass man ohne richtige Baustrahler nicht durchsieht. Wer hat denn das alles zugemüllt? Ist das noch aus der alten Zeit oder sind das hier Leute aus der Gegend, die ihren Müll überall reinschmeißen? Das sind noch die alten Unterlagen, die Leute, die vandaliert haben, weggeschmissen haben, sage ich so. Achso, also und auch einfach quer durch die geschmissen. Quer durch die Gegend zum Beispiel, das sieht man auch bei der Tür, das stimmt gar nicht, was da dran steht so richtig. Das ist einfach nur rangeschmissen. Ja, Zimmer 22 einfach mal dran geschmiert und so. Ja, ganz oben sieht man es auch, dass, oder war das, ich glaube da hinten, da wurde auch in der vorigen Nacht wieder was rangemalt, das, oder das hier hinten auch, ist auch neu rangemalt. Das ist echt nicht schön, ne? Ja, Leute, was soll das? Das ist unnützig, ist Dummheit. Ist so. Habt ihr auch ein paar Penisse? Ja. Ich muss das jetzt fragen, weil jedem Lost Place sind Penisse gemalt. Ja, ist so. Auch? Oder, ja. Ja. Oben in den Etagen, ganz schlimm. Bekloppt, oder? Ja, oder genauso wie in den, hier im, ganz oben sind auch Hakenkreuze gemalt. Ich weiß, das ist, ja. Ist so, aber ist die Tatsache. Wer macht denn sowas, bitteschön? Das ist nicht. Ja, dumme Neonazis. Welche Leute noch stationär da sind oder welche rausgelassen werden. Also die Anmeldung. Die Anmeldung, ja. Weil hier war ja auch der Eingangsbereich. Da konnte man dann gleich mal guten Tag sagen. Ich hoffe, hier liegen nicht zu viele Patientenunterlagen rum. Weil wie oft haben wir sowas, finde ich wahr, Marvin, dass man das alles voller personenbezogener Daten ist, wo man auch denkt so, gut, war die Zeit vor der Datenschutzgrundverordnung, aber trotzdem, ja gut, es gab schon Datenschutzgesetze. Genau. Ja, genau. Insofern, in Deutschland hat sich nämlich gar nicht so viel geändert im Vergleich zu manch anderem Land, die noch nicht so wussten, was Datenschutz ist. Unter anderem Deutschland war Vorbild für das neue EU-Datenschutzrecht, also weil man sich eben das in den Ländern abgeguckt hat, die Datenschutz schon praktiziert haben, unter anderem eben Deutschland. Ja, das ist so eine Zentrale für Feuer zum Beispiel, für Gasstörungen, für Stromstörungen. Also wenn irgendwo Sicherungen raus sind, dann wurde es hier angezeigt. Könnte man es vielleicht an den Hausmeister weitergeben, um dann gleich alles zu beheben, die Störung. Ne? Hier gibt es jemanden, der brauchte immer große Portionen, wenn der Menübringdienst kam. Zumindest im Krankenhaus war auch eine Schnellschlafidee. Naja. Telekom. Ja, früher war das ja so, da hattest du noch keinen mobiles Internet oder so. Ja. Ich meine, guck mal, heute ist doch so, wenn du eine Software brauchst, installierst du dir über WLAN. Holst du sie dir einfach. Ja, so. Wenn dein Internetzugang zu Hause nicht geht und du brauchst Hilfe, um den wieder in Gang zu setzen, dann nimmst du das Handy und guckst im mobilen Internet. Ja. Also das war ja früher anders. Wenn du da offline warst, dann hattest du keine Möglichkeit nachzuschlagen, wie du wieder online kommst. Ja. Und deswegen gab es diese Schnellstart-CDs. Da waren dann halt noch so ein paar Utilities drauf, mit denen man hoffen konnte, den PC wieder so weit hinzukriegen, dass dass die Treiber funktionieren und dass man ins Internet kam. Okay, da, ja. Da. Auch das meiste über einen Router und damals eben auch ganz viel über Modem, ne? Also das war eigentlich der Standard. Ja, und ich glaube, die Internetanbindung, die ist wahrscheinlich heute noch nicht so doll hier in der Gegend, oder? Es geht. Manche Stellen haben wirklich 3G-Netz, aber sonst. Ich meine jetzt auch so Festnetz-mäßig. Festnetz, das geht Festnetz ist gut. Okay. Festnetz läuft. Also eine Klinik hat ja bestimmt auch so eine mega viele Telefonleitungen und so. Oh ja. Kommt einem schon so alt vor die Technik, aber ja, kommt damit ist man selber eigentlich noch groß geworden. Ja, also ja, die meisten meiner Zuschauer wahrscheinlich ja. Es gibt ja so Kanäle, die haben so Zielgruppen, die wissen gar nicht, was eine Kommandozeile ist. Oder, ja. Naja, heute brauchst du das Ganze im Alltag. Ja, auf Linux. Außer vielleicht. Du willst halt... Leute, ich habe wirklich versucht... mich mal mit Linux zu befassen jetzt, weil mir Windows auf die Nerven geht. Und mein Problem ist einfach, ich habe meine Videoschnittsoftware auf Linux nicht zu laufen gekriegt. Das ist das Problem. Jetzt hänge ich immer noch auf Windows fest. Das war sicherlich mal so ein Patientenzimmer hier. Und hier könnten Betten gestanden haben und auf den Armen da vielleicht Telefone. Hier konnte man dann sicherlich die Schwester rufen. Hier war dann auch nochmal jemand auf Klo. Komisch. Immer gehen Leute im Lost Place auf Klo. Ja, sehr lecker. Ja, ne? Aber man kann ja nicht immer draußen wieder ins Gebüsch gehen. Nein. Hier? Das sieht man immer wieder. Wenn ich überlege, ja, dass die erst 2006 noch saniert haben, 2007 geschlossen. Ist doch ein Witz. Das sind spezielle Spülmaschinen. Ja. Hier sieht man die Düsen noch sehr schön. Ach, von den Sitzen, ne? Das ist doch... Von den Toiletten sitzen, ist das doch, ne?
wo sie die gereinigt haben, glaube ich. Eigentlich kannst du hier ziemlich viele Sachen reinmachen. Das würde ich sagen, das ist ein Deckel vom Toilettensitz. Würde ich auch sagen, von so einem Topf. Ja, ja, von so einem Stuhl, so ein Spezialstuhl, ne? Vielleicht sehen wir nachher noch einen, mal gucken, ob hier noch so einer rumsteht. Bestimmt. So, Dusche, jetzt bin ich gespannt, Leute. Weil ich ja immer sage, meistens fehlen schon die Armaturen und so, jetzt wollen wir mal gucken, wie es hier ist. Das ist auch so typisch, oder? Aber ich muss sagen, also hier wurde jetzt nicht reingemacht. Okay, hier ist jetzt auch meine Armatur noch da. Wie ihr seht, ist niemand mehr da, den man bei Mängeln verständigen kann. Also die Situation mit den Türen ist schon ein bisschen witzig, weil hier eine Treppe ist und hier gibt es noch mal eine Tür und irgendwie... Das ist schon wieder kuriose Architektur. Ob die hier früher schon drin war? Nee, die war nicht von hier. Das ist ja auch eine Zahn. Alles Metall nachgerüstet. Aber warum man die eingebaut hat? Hier, ja. Hier ist, denke ich, nur so ein Holzüberbau gewesen. Naja, vielleicht hatte das auch klimatische Gründe. Man wollte nicht das Treppenhaus heizen, aber auch nicht den Flur auskühlen lassen. Ja. Also, vielleicht. Ja, hier ist noch meine Küche. Die ist aber leer. Deswegen nicht ganz so interessant. Hey, eben dachte ich so, was? Summer aus und Summer an? Ach nee, heißt der Sommer. Na Marvin, woran erkennt man den echten Lost Place? Es nervt, oder? Ja, es nervt. Es ist ja so unsinnig, so infantil, dieses ganze Gehabe. Die müssen sich überall verewigen, wie Hunde. Ja, die einen pinkeln nur in die Ecke und die anderen schmieren was an die Wand. Hübsches. Genau, hübsch. Und dann gibt es dann noch die Leute, die nicht mal einen Penis malen können, die schreiben einfach das Wort Penis an die Wand. Ja, die gibt es auch, das sind ganz große Künstler. Also, das sind Wortakrobaten. Ja, Hochachtung vor denen. Ja. Hier hat man auch zum Beispiel Desinfektionsmittel noch unten mit drin. Hier hat man noch einen Kompressor. Wofür? Damit das Ganze mit Hochdruck rauskommt, um Verunreinigungen eben wirklich abzuspritzen. Abspritzen, ihr benutzt auch schon solche Wörter hier in Papieren halt. Wie ein Hochdruckreiniger im Grunde. Ja, wenn du einen Kompressor hast und da geht halt Wasser rein, also destilliertes Wasser mit Desinfektionsmittel vermischt. Und was haben die hier gereinigt? Naja, zum Beispiel kann man so medizinische Operationswerkzeuge vorreinigen. Ja, die werden ja auch ganz oft durch Hitze desinfiziert. Ja, doppelt. Die müssen eigentlich immer doppelt desinfiziert sein. Das heißt, mit Desinfektionsmittel, meistens auch mit Hochdruck zusätzlich, und dann kommen sie in Autoklaven rein. Also werden halt mit Hitze behandelt. Genau. Heißluft. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um das Gebäude. Hier scheint Wasser reinzukommen. Schaut mal, die kreativen Leute waren wieder am Werk. Das ist wenigstens noch ein bisschen kreativ. Ein bisschen. Hier war offensichtlich Parkett drunter, oder hier ist Parkett drunter unter diesem Bodenbelag. Man sieht das hier noch so ansatzweise. Das war hier auch so ein Patientenzimmer und dann gab es hier wohl 3 bis 4 Betten, die hier nebeneinander standen. Das ist ja mal sinnvoll, ne? Eigentlich das dritte Geschlecht fehlt noch, Inter. Guck mal, ist nicht gendergerecht. Ja, die Toiletten, die sind nicht gendergerecht. Ich frage mich sowieso, wann sich solche Dinge mal ändern. Dass also keine Geschlechter mehr an den Toiletten dran stehen, dass bei der Tagesschau nicht mehr guten Abend, meine Damen und Herren, gesagt wird, sondern liebe Menschen. Ich bin sowieso der Meinung, nachdem man jetzt im jährlichen Wechsel die Hoch- und Tiefdruckgebiete mal mit männlichen und mal jeweils mit weiblichen Vornamen bezeichnet, müsste man auch mal jedes zweite Jahr die Männer zuerst begrüßen und sagen, guten Abend, meine Herren und Damen. Wobei das meine natürlich auch ein bisschen problematisch ist, weil der Nachrichtensprecher sich ja anmaßt, dass man ihm gehören würde, ja. Und die Zeiten der Sklaverei sind ja vorbei. Also es wundert mich, dass diese Gender-Leute nicht mal diese ganzen überkommenen Formulierungen angreifen. Tja, und dann auch immer die gleichen Sprüche in den ganzen Lost Places. Und dann auch noch falsch geschrieben. Ja, wenn man mal ein bisschen Sonnenlicht tanken wollte, ist man hier rausgegangen. Mir ist übrigens letztens aufgefallen, dass die meisten ICEs der Deutschen Bahn gar keinen Wagen 13 mehr haben. Nach Wagen 12 kommt der Wagen 14. Also
Der Aberglaube fährt mit bei der Deutschen Bahn. Dabei war 13 ja nur die Abkürzung für Raum 50213. Leute, schaut euch diesen riesigen Balkon hier an, den mehrere Zimmer für sich hatten. Also man hat sich den geteilt. Hier ist ein Patientenzimmer, da ist ein Patientenzimmer, hier ist ein Patientenzimmer. Aber hier draußen auf dem Balkon, wenn man dann aus dem Bett raus konnte, konnte man sich dann treffen. Und hier auf das Gelände gucken. Was ganz schlimm ist noch, das hat ein Kollege vor halbem Jahr erwischt, da haben sie hier die Wasserhähne abgebaut. Also es soll tatsächlich Schrottdiebe geben, die YouTube-Kanäle wie meinen abgrasen, um zu gucken, ob sie nicht irgendwie rausfinden, wo man noch hingehen könnte. Ja. Und dann sehen sie ja auch noch auf den Aufnahmen, ob es sich noch lohnt. Ja. Also bei mir kommen die Videos oftmals mit Zeitverzögerung, da ist überhaupt nicht gesagt, dass es dann noch so ist, wenn es bei mir auf dem Kanal erscheint. Ja. Macht es vielleicht auch ein bisschen unattraktiver für Schrottdiebs, meinen Kanal zu gucken. Ja. Ja. Du hast auch einen Kanal übrigens, ne? Ja. Bei dir geht's um Motorvlogs. Motorvlogs. MX-Vlogs, so in die Richtung, ja. Mit Motorrad rumfahren, ja. Und solche Sachen. Ja. Wie heißt der Kanal? Muss ich überlegen. Ach, du weißt nicht, wie der YouTube-Kanal heißt. Meiner heißt Barefoot Urbexer, ihr könnt gerne abonnieren. Und auch die Glocke, ja, die Glocke aktivieren. Jetzt ist mir eingefallen, 20 plus 3. Müsst ihr alle abonnieren. 20 plus 3? Ja. Am besten mache ich mal einen Link in die Beschreibung, sonst ja. Findet man das vielleicht nicht. Ja. Hier unten geht's dann zur Kapelle rein. Krass, was sie nicht alles haben hier. Das ist ja echt die besterhaltene Kapelle, die ich jemals in einem Lost Place gesehen habe. Die ist Hammer. Also, da könnte man ja schon fast ein eigenes Video drüber drehen, ja? So ein 5-Minuten-Video, bis man hier alle Details erfasst hat. Direkt hinter der Kapelle wurde operiert. Nee, das ist nicht verkoffert. Das ist Nachbau, ja, das ist neu angerüstet. Wahrscheinlich war vorher hier auch so ein Bleigefastenfenster oder sowas drin. Nee, das sind die Originalfenster. Oder wurde das komplett nachgebaut? Bevor das hier gebaut worden ist, waren hier bestimmt andere Fenster drin. Ja, ich denke, ja.
Weil das Gebäude ist ja auch noch der Ja, da ist ein Bruchroter Klinker. Das wurde nachgebaut. Ja, hier hat man sich dann die Hände gewaschen und desinfiziert und so weiter. Und damit das dann gleich mehrere Leute gleichzeitig können, gibt es hier so viele Desinfektionsmittel. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, ja, natürlich. Mit den Ellbogen. Hier weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, was dieser kleine Raum hier hinter war. Ihr seht auch, es gibt hier verschiedene Architekturen. Wir haben hier teilweise Fachwerkgebäude und wir haben auch sowas hier. Das ganze Krankenhaus ist viel zu groß, um sich hier alles anzugucken an einem Tag. Aber wir haben zum Glück Leute, die uns sagen können, wo die Orte sind, die man sich angucken sollte, wo es sich lohnt. Denn, naja, ein Patientenzimmer ist fast wie das andere und die habe ich euch ja schon gezeigt. Und hier seht ihr dann auch, wie es kommt, dass an einigen Stellen schon der Boden einstürzt in den Etagen drunter. Wasserschaden. Genauer gesagt, Dachschaden führt zu Wasserschaden. Hier sieht man schon, dass es wirklich angefangen wurde. Hier so, zum Beispiel hier oben haben sie angefangen, den Schimmel zu bekämpfen oder manche Sachen. Ja, manchmal fragt man sich, warum ein vereinzeltes Möbelstück im Raum stehen geblieben ist. Hier fehlen jetzt leider schon die Beschriftungen der Räume, aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier der Verwaltungstrakt war. Wobei das hier ist dann wieder Dusche und WC. Das Graffiti ist so alt, dass es auch schon wieder abblättert. Schaut euch das riesige Gelände hier an. Überall haben sie hier diesen typischen DDR-Bodenbelag. Den ich ja aus vielen anderen Gebäuden auch schon kenne. Ah, hier war wohl die Orthopädie. Also richtig schöner Alter. Schöner Alter. Schön sauber. Genau, mach mal hier sauber. Genau. Meinst du, wie dreckig das hier alles ist? Ja. Schön wieder sanieren. Ja. Ja. Boah. Der Aufzugtriebwerksraum. Von denen haben wir ja schon viele gesehen, aber der hier, ja. Der macht schon ein bisschen mehr her. Krass, ne? Und da hat man hier extra massiv drumherum gebaut. Ist ja meistens so, wenn das Gebäude schon eingestürzt ist, der Aufzugtriebwerksraum und der Schacht vom Aufzug, die stehen dann noch. Das ist ja der Hammer. Und das sind irgendwelche medizinischen Zeitschriften, haben sie sich kopiert. Nee, da haben sie sich jetzt was. Boah, hier ist dunkel, ey. Das ist hier ein Glockenturm, ne? Und die Glocke funktioniert sogar noch.
wir dürfen nur nicht hier die ganze Nachbarschaft aufwecken. Nee, das dürfen wir nicht. Geht das jetzt nicht, aber... Genau, das lenkt das um. Ey, lass bloß nicht so schnell los. Na, so. Und jetzt würde sie dann... Weil hier war der Mechanismus drin. Ich mach mich mal alleine hier. Der hing dann mit der Uhr zusammen. Und wenn die Uhr eben eine bestimmte Stellung hatte, die Zeiger, dann wurde hier dran gezogen durch einen Haken hier drunter. Hast du jetzt das Ziffernblatt von der Uhr aufgeklappt oder was genau. Ist das für eine 9? Ach, das ist die 9 von der Uhr außen. Hier sieht man noch den Mechanismus eben für den Stunden- und Minutenzeiger. Der ist dann automatisch zeitversetzt, wie man hier sieht. Ist langsamer, ist der Stundenzeiger. Und das hier ist dann für die Minuten. Wenn du durchfilmst, da ist er. Mhm. Guck mal, film mal durch das Loch. Dann mal. Achso. Da, ja, da ist der Zeiger. Genau. Ja, pass auf, jetzt glauben die Leute, es ist Zeitumstellung. Dabei wollen wir die doch abschaffen. Ja, stimmt. Wird ja überlegt. Ach, guck mal, da war er. Hier, der Stundenzeiger. Da. Ja. Ich gehe wieder raus, das wird mir zu. Das ist ein bisschen wie in so einem Computerspiel mit so einem Haus mit ganz vielen Zimmern. Und dann haben die Zimmer so Nummern. Ein kleines oder? An der Holztür, so römische Zahlen, das passt total ins Bild. Jo. So, jetzt gehen wir mal auf den Turm rauf. Ja. Okay, ja, nice view. Ihr seht, der Herbst kommt. Wir filmen so ein bisschen am Herbstanfang. Dass ich jemanden habe, der mir hier über das Gebäude alles erzählen kann und mir auch mal sagen kann, das war die Anmeldung, das war das, das war das, das war das. Und da ist langweilig, da sieht ein Zimmer wie das andere aus, gehen wir genau, lieber dahin. Weil sonst verbrauchst du ja schon wieder 2, 3, 4, 5 Stunden, nur um die interessanten Orte zu finden. Ja, aber das, ich finde, das macht es auch so ein bisschen aus. Ja, ja klar macht es das auch wieder aus. Aber zum Glück kümmert er sich hier drum und versucht, den Vandalismus in Schach zu halten. Man muss wirklich sagen, versucht, das ist einfach nicht zu machen, ne? Mit so einem großen Gelände und... der Beklopptheit der Leute da draußen. Ja, vor allen Dingen die Beklopptheit mancher Urbexer oder Urbexer, die sich Urbexer schimpfen. Wir sind alle Ofen. Ja. Ja, alle Video gehen, Foto gehen. Können Sie gehen. Also ihr seht, so Barackengebäude gibt es hier auch. Gibt es zum Ton. Gibt nichts, was es nicht gibt hier. Kannst du mal aufmachen. Alter, die Kiste nicht. Außer vielleicht Leichen und Leichenfund wäre gut fürs Video, nicht wahr? Hier. Leichen. Wir haben sie aber auch echt gebraucht, bevor die Gebäude geschaden hat, wa? Oder wir haben den hier richtig. Oh ja. Der muss eigentlich vorher drin gewesen ja, sein. Ja, Gebäude sind auch umgebaut. Ja, aber guckt euch diese Tür an. Und oder man hat den hier zusammengebaut. Oder so, ja. Aber, ja doch, der ist nicht weiß. Ja. Aber für den kleinen Raum ganz schön viel Mühe. Okay. Na ja, lebt so ein bisschen Wärme ab, war der Kollege. Ja. Ja, und was hat man denn damit gemacht mit der Wärme? Wo hat man die gebracht? Ich denke einfach, dass die ganze Zeit hier das Fenster offen war. Nehme ich oben an. Weil eine extra Anlage sehe ich hier nicht. Eine Abzugsanlage. Ich meine, wozu diente der überhaupt? Also nicht der um war, Wärme? Der war für Zündverarbeiten. Es war eine Ergotherapie also vom Krankenhaus hier. Ach so. Und hier hat man genau Zündverarbeiten gemacht. Ergo heißt ja Arbeit, Ergon griechisch, das heißt also Arbeitstherapie. Genau. Ja? Also damit die Leute wieder an Arbeitsleben rangeführt werden. Arbeitsleben und vor allen Dingen die Bewegung für diese Arbeit, ne? Die Feinfühligkeit nach Operationen zum Beispiel. Feinmotorik, genau. Genau, um die wieder zu erlernen. Hat man solche? Hier kann man das sehen, der Seite. Kleinen Sachen dann gefertigt und hier in dem Ofen gebrannt. Da ist nichts weiter drin. Ja, es lohnt sich immer mal nachzugucken. Ich habe auch immer das Talent, die falschen Schubladen aufzumachen. Und die spannenden Sachen sehe ich dann bei anderen Leuten im Kanal. Ich habe immer das Talent, die falschen Türen anzufassen. Ja, du bist ja der Experte für Scheißhaus finden und so, ne? So oben einmal am Schrauben. Ja, muss ja nicht sein. Wir wollen es ja im Ursprungszustand eingehen. Sieht innen ganz interessant aus. Wenn man es denn aufkriegt. Genau. Der geht auch leichter auf. Ach, jetzt. Ne? Ja.
Aha, von Netz und Feuchtigkeit schützen, deswegen steht das da drin. Aus dem VEB Leipziger Arzneimittelwerk. Eine Villa auf dem Klinikgelände und das Interessanteste hier eigentlich, und ich kann es leider gar nicht einfangen, ist dieser Geruch nach altem Gebäude, so mit Holz und allem, aber auf jeden Fall noch gut in Schuss. Also da kommt man sich wirklich so ein bisschen vor wie bei einer Wohnungsbesichtigung. Es sind eben leere Räume, ja, aber man müsste eigentlich nur mal ein bisschen einen neuen Anstrich an die Wand bringen und dann so ein Möbel reinstellen und schon kann man wohnen, ja. War ein WG, wie heißt denn das denn? Ja, und dann passen die ja auch auf das Gelände. Genau, richtig. Ja, ist ein bisschen abgelegen, ne? Ja, Autos. Aber alle haben Autos. Nur ich nicht. Du musst ja nur mal mitfahren. Ja, genau. Nee, aber es ist so ein großes Haus, wenn mehrere Mietparteien sich sowas teilen. Ich verstehe nicht, warum es leer steht. Ja, hier gibt es eine schöne Küche, ne? Das wäre eine geile WG-Küche. Das wäre echt gut. Ja! Okay, das war's mit unserem kleinen Überblick über dieses Gelände hier. Ein Krankenhausgelände irgendwo im Nirgendwo. Und wo ist der Mensch vom Kanal 20+3, der uns hier so ein bisschen rumgeführt hat? Vielen Dank. Ja. Motorvlogs gibt's bei dir zu sehen. Ja. Und ja, euch kennt man. Urbex Empire ist euer Kanal. Und Sascha und Chrissy waren heute mal wieder dabei. Die sind ein bisschen in YouTube-Rente jetzt. Ja, sozusagen. Ja. Nicht ganz, aber... Ihr habt die Nase voll vom öffentlichen Urbex sozusagen. Naja, vom öffentlichen Urbex nicht, aber wir haben so ein bisschen die Nase voll von dem, was so in der Szene rumläuft. Und wir können uns halt nicht so ganz mehr mit diesen Leuten identifizieren. Wir sind zwar noch Urbexer, gucken auch gerne noch ab und zu von guten Leuten Urbex-Videos. Von guten Leuten hier, bitte abonnieren. Zum Beispiel. Oder auch hier. Ja. Ja, Urbex Empire könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ja, es ist ja auch ein bisschen stressig, muss man ja sagen. Immer da mit der Kamera rumlaufen, dann die Videos da zusammenschneiden und sich hinterher noch von Leuten wissen lassen. Muss nicht unbedingt sein. Nee, muss man alles nicht mehr haben. Wenn ihr es doch haben wollt, dann schaltet Freitag um 15 Uhr wieder ein. Da gibt es hier das nächste Video. Macht's gut und ciao. Ciao. Tschüss.